So, da sind wir auch schon wieder im nächsten Part und Eliphas fängt schon wieder an zu labern. Furchtbar, nicht wahr? Seine Lieblingsbeschäftigung. Ja. So, wo waren wir denn? Ach, was wollen wir denn jetzt machen eigentlich? Wir müssen hier das Ding verteidigen gegen anrückende Einheiten. Oder kann ich doch aber hier schon mal ein bisschen was hier kaputt machen und einsammeln? Du solltest deine Einheiten auf jeden Fall positionieren. Du hast den Geschütztrupp jetzt neu. Das ist das mit dem, Munitionssymbol darüber. Wo ist denn das jetzt schon wieder? Da unten in der Ecke neben meinem Trupp steht der. Ach, da geht's auch los. Ich hab hier. Ich bin gerade. Wir brauchen das schwere Geschütz. Du musst das. Du musst auf den Trupp gehen und die dann und dann den Radius einrichten von denen. Radius? Am besten ist es, du stellst den. Das ist mir gerade zu kompliziert, die schießen alle. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich mach das jetzt einfach so. Geh mal bitte auf den Waffentrupp, wenn du da gerade Zeit hast. So geht das doch. Warte. Ich muss hier erstmal. Es ist gerade. So, was denn nun? Wo ist denn der Waffentrupp? Du musst mal auf den schweren Waffentrupp gehen und den so einstellen, dass er in die richtige Richtung schießt. Das heißt also. Kenn ich denn den Trupp? Na, den kannst du an der Seite auswählen unterm. Ja, aber dort mal. Das sind Havox, die hab ich aber nicht gemacht. Hilfe! Ich guck mal, ob ich ihn wegkriege. Überforderung. Ah, erwischt. Ich bin überfordert. Was war denn jetzt? Ich hab doch gerade gar nichts mitgekriegt. War nur ein kleiner Angriff. Also was war jetzt? Die kamen so. Gut, schon geht's weiter. Können wir uns nicht mal in Ruhe lassen? Ich erklär's gleich nochmal. Ich wollte doch nur in Ruhe. Kaffee-Ding. Müssen die erstmal loswerden. So, jetzt kommt hier. Langsam hab ich's raus. So. Ist jetzt mal Ruhe. Jetzt kommst du nochmal von der anderen Seite. Achtung. Das ist eine gute Stellung. Kann man sich nicht mal in Ruhe unterhalten? Oh Gott, die haben Terminatoren dabei. Da musst du im Nahkampf rangehen, sonst kloppen die uns tot. Warte mal, jetzt muss man hier rüber. Alle und dann laufen da und dann. Ja, jetzt steht die Waffe auch richtig, sehr gut. Komm, und jetzt hier, Matsch. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ah, der war gut. So. Die Space Marines haben den Weg für uns geebnet. Kümmern wir uns um diese Würmer und weiter geht's. Der nuschelt immer so, der Lehrer. Der zischelt wie ein Flack. So. So, okay. Nochmal von vorne. Nochmal kleines Training. Würde ich sagen, fürs Waffenaufstellen. Wähl mal bitte den Havoc-Trupp aus, das ist der ganz unten in der Liste. Ja. Ist das aber nicht deiner? So. Nee, der ist dir, den musst du kontrollieren. Das ist meiner? Ich kann ja nicht kontrollieren. Ich hab doch aber meinen eigenen Havoc-Trupp. Nee, das sind nur Chaos-Ketzer, das leichte Kampfinfanterie. Der Havoc-Trupp, das sind richtig Chaos-Space Marines mit einem schweren Bolter. Havocs. Sozusagen Maschinen, dein schweres Maschinengewehr. Wo kommt die denn her? Genau, die. Die kriegst du automatisch, wenn du diese Ikone hier einnimmst. Das gehört zum Skript. So. Die müssen die Waffe aufbauen, bevor sie schießen können. Das ist wie im Tabletop eben auch. Okay. Ja, da habe ich keine Ahnung von, weil ich schon keine Havocs benutze. Ja, okay, gut. hätte mir eigentlich klar sein müssen. Aber okay, versuchen wir es mal. Die Waffe baut sich von selbst in die Richtung auf, in die sie gerade schießt. Du siehst, wenn du draufklickst, hast du den Radius. Ja. Das ist die Reichweite der Waffe und der Streuungsradius, in dem sie gerade schießt. Du kannst aber den Radius verändern, wenn du sie in irgendwelche Stellungen aufstellen willst. Okay. Das heißt, du gehst mit rechts. Ja. Mit rechts auf die Einheit, hältst fest. Ja. Dann kommt da so ein Kreis, beziehungsweise der Radius kann jetzt gedreht werden, je nachdem, wie du die Maus bewegst. Siehst du das? Nö. Genau. Dann baut die Waffe ab. Wie das denn jetzt? Das hab ich gerade gar nicht gecheckt. Warte mal. Heavies. Geh mal her. Ja, ich hab die doch jetzt gerade angeguckt. Warum sind die. Hä? Was? Wir sind unterwegs. Warum? Geht irgendwie gar nicht. Feinde der denn? Bist du sicher, dass du den. Havocs. So. Wo seid ihr denn?
Na, da unten, die stehen direkt neben dem Tempel. So, die habe ich. Unterwegs. Jetzt kannst du mit rechts klicken, eine Stelle. Geht doch gar nicht auf mit rechts. Hä? Ging noch Krieg. Hä? Ach, jetzt! Ach, ich muss das festhalten. Ja, hab ich doch gesagt, du musst gedrückt halten. Ach so, ui. Ja, jetzt und jetzt kannst du die Waffe hier auf ausrichten, dich, in die Richtung. Ne? Okay. Die sie abbrechern. Nicht auf mich. Das stört dich doch eh nicht, genau. Ich hab doch kein Friendly Fire. Ein Glück. Bei Chaos würde mich das eigentlich nicht wundern, aber... Okay, haben wir dann so. Mal alles. Ja, du musst noch deine Einheit aus dem Gebäude rausholen. Ja. Das machen sie nicht selbstständig. Wie mache ich denn das jetzt schon wieder? Auf das Gebäude klicken und dann ist da oben in der Ecke hier da so ein blaues Symbol, wo alle raus draufsteht. Da steht... Jetzt gehen auch die anderen alle rein. Okay, Gebäude. Damit sie es lohnt. Hallo? Klicke aufs Gebäude und sage alle raus. Wo ist das denn? Ach, da unten in der Leiste. Ich dachte, das erscheint irgendwo über dem Gebäude. Sorry. Nein, so einfach ist es dann doch. Ah, sorry, ich bin so orientierungslos bei solchen Spielen. Übung macht den Meister. So, okay. Ah, jetzt habe ich alle so. Können wir jetzt da weiter, wo du gerade bist? Ja, ich würde schon sagen. Du bist ja der Chef, also geht nicht. Wo rennt der denn hin? Achso, der rennt da außen rum. Ja, der geht außen rum, weil er oben keinen Platz hat. Von mir aus. Unrealistisch, aber wahr. So, jetzt sind wir alle versammelt, so, jetzt müssen alle wir durch da die... durchzählen. Habt alle eure Brotbüchsen dabei? Okay, weiter geht's. Es sieht doch aus, als ob wir einen Ausflug machen mit der Klasse. Ja, die Mama geht vor. Ich bin die Mutti. Die Mutti Ellie. Oh, Feind. Feind, hallo. Ja, und jetzt geht's zur Einheitenkoordination. Geht das nicht, ich mach alles auf einmal. Na, okay, die Waffen, die Airbox richten sich aus und schießen, das macht sie eigentlich ganz gut. So, komm, ja, mach da. Das Schöne daran ist eben, wenn man Einheiten einzeln auswählt, dass man die, oder beziehungsweise einzelne Befehle gibt. Guck mal, der war doch gut gerade. Ja, der war gut. Ist ordentlich weggemacht. Stopp doch mal, ja. Ich hau die hier weg. Oh. So, gib ihn mal her. Oh, jetzt kommen die auch noch von hinten, die Schweine. Aus dem Nichts. Zack. So. Solche hinterhältige Typen. Oh, ein Energieschwert. Wow. Ach, da kommen noch welche. Die fange ich ab. Wow. Granathagel. Und los geht's. Boom. Ja, alles recht effektiv gegen mich. Aber da siehst du eben die Fähigkeit der Havox. Die Havox haben eine schwere Waffe und der Kugelhagel, den die dadurch erzeugen, ist so stark, dass die Feinde niederhalten. Die werden langsamer, die werden unterdrückt und sind damit noch leichteres Ziel im Freien. Unterdrücken funktioniert nicht, wenn sie in schwerer Deckung stehen. Nur mal so als Info. Okay. So. Dieses Gebäude kann besetzt werden. Nächste Ikone, jetzt kommt gleich... Wo kommen die denn alle nicht mit? Hier ist es ja... Herr Vox braucht ein bisschen länger, die müssen die Waffe nämlich auch wieder abbauen. Ach, die sollen sich nicht so haben. Wie würdest du dich fühlen, wenn du eine Waffe von 50 Kilo mehr und plus Munition und Rüstung mit rumschleppst, die nochmal fast eine halbe Tonne... Ich würde mir jemanden suchen, der mir das trägt. Ist ein Argument. Hm? Ist ein Argument. Ja. So, jetzt wird es gleich wahrscheinlich wieder hektisch werden. Warum? Sieht nämlich nach einem Bossfight aus. Oh, Bossfight? Ach, ich hab Angst. Du bist ja der Chaos-Boss, also bitte. Ich bin nur die Ellie. Ich kann da nix. Hm. Ich wollte ja Nerf sein. Aber das Spiel hat sich ja anders entschieden. Also scheiß drauf, wir gehen da jetzt hier hin und stürzen uns in den Tod. Vorwärts! Auf in den Kampf. Ja. Ich wollte gerade sagen, auf den Video Zwischensequenzen. Seht, wie Space Marines das Sterben wählen und wie wenig sie in dieser Sache zu wählen haben. Kommt wie bei der Bundestagswahl. Noch unerledigte Geschäfte. Jo. Ein Kühlschrank auf Beinen, ein Cyborg. Da hat er gerade Jo gesagt. Jo. Such dir Deckung, das Ding schießt kräftig. Ich hab doch nicht auf Deckung geklickt.
nickt, ich kann ja nichts dafür, wenn die sich das so ullisch. Geh mit dem Nahkämpfer ran, das ist am besten, da kannst du ihn schön binden. Ich gebe dir ein bisschen so Feuer, tot. Ich geb dir ein bisschen Feuerschutz und ja, guck mal, was draus wird. Stirb! Ach, da oben ist seine Lebensdecke, ja komm, die geht doch schön runter hier. Kane? Ja, der ist hart im Leben. Kane, hier, schmeiß mal hier da was. Ich hab mal wundern wieder, dass mit seiner Fragmentgranate irgendwann mal gewonnen. Strahl des Verderbens. Oh, da kommt Verstärkung. Chaotischer Eifer! Los! Ja, der chaotische Eifer ist hier sehr gut. Ich kümmere mich mal um die Typen, die da noch kommen. Mach! Scheiße, Ellie geht gleich drauf. Ganz ruhig. Ellie. Den schaffen wir. Komm, Ellie. Zur Not kann ich dich ja dann auch wiederbeleben, falls du umfällst. Ja. So. Komm. Hau! Vielleicht haben wir ihn. Jawoll! Ja! Ja, jetzt ist er ganz tot. Der geilige Imperator, wie es schon im fünften Regelwerk drin steht. Stäbchen, er kann dich nicht hören. Ich weiß leider nicht mehr, auf welcher Seite. Oben. Hallo, Abaddon. Nein, gar nicht. Aber ich höre euch beide. Lord Abaddon, das kann nicht sein. Und warum nicht? Ich bin Lord der Black Legion und Kriegsherr des Chaos. Es ist nur ein Kinderspiel für meine Kabale, der Hexer, meine Stimme und meinen Willen dahin zu projizieren, wo ich es will. Du gehörst mir, Welpe, und du wirst unser Abkommen nicht vergessen. Stehe ich unter seiner Fuchtel, natürlich, oder was? Lord Abaddon. Ja. Ich habe nicht vergessen. Davian Thule ist tot, zusammen mit seinen Helden von Aurelia. Ein Almosen gegen das, was du mir für deine erbärmliche Seele schuldest. Meine Seele ist nicht erbärmlich. Du wirst unser Abkommen erfüllen. Ah. Ich habe Neroth geschickt, um dies sicher. Aha, du bist mein Aufpasser. Ja. Voll gemein. Ich fühle mich verarscht. Wow, du hast es geschafft. Siegt. Einsatz erfolgreich. Sieg des Gorn. Chaos Cornflakes. Yummy. Guck mal, wir haben auch toll was abgestaubt. Schön. Ach ja. Eine sadistische Rüstung. Ziemlich cool. Ein grausamer Bolter. Guck mal, ich bin schon fast Stufe 2. Ein grausames Energieschwert und ein Buch der Opferung. Warte. Ja. Sadistische Rüstung, das klingt gut. Er hat auch die dicken Stacheln. Schmidt entzündet an, um sie wieder zu entfernen, muss man dem Träger eine Menge Fleisch mit abschneiden. Klingt auch positiv. Ja. Gehen wir mal in den Ausrüstungsmodus weiter, da können wir uns das noch genauer angucken, finde ich. Grausames Energieschwert. Buch der Opferung. Fortsetzen, ne? Jo. Yo. Und nun, ne? Ja, ah. Abaddon. Der Erzketzer schlechthin. Ich hab hier Ladebildschirm. Ja, ich auch. Dauert kurz. Ah, jetzt, okay. Errungenschaft freigeschaltet. Verbündete dafür eine Sache. Für die Sache. Juhu. Bei mir dauert es wohl meine etwas länger. Meine erste Errungenschaft in diesem Spiel. Gratuliere. Ein blutdurstiges Psy-Schwert. Bist du schon im Ausrüstungsschwert? Ja, ich habe Missionsbelohnung. Bin schon da. Das ist gemein. Ich muss hier noch warten, weil der Ladebildschirm ewig braucht. Wählen Sie eine der folgenden Missionsbelohnungen. Ah, jetzt. Was nehme ich denn? Verwendbar durch Naroth. Hey. Ist ja doof. Das macht ihn zum Nahkämpfer statt zum Fernkämpfer. Ah. Also mit Stab ist er Fernkämpfer, mit Nahkämpfer ist er, Quatsch, mit Schwert ist er dann Nahkämpfer. Ketzer? Nee, ich nehme eine Runde Chaos-Besserung. Was will ich mit dem blutdurstigen Psy-Schwert? Ich spiele ja eh Eliphas. Mhm. Also, fortsetzen. Ich glaube, man kann jetzt hier auch. Ich hab schon. Ich vertraue darauf, dass Neroth sich. Man kann jetzt hier, soweit ich weiß, auch wählen, wer jetzt welchen Charakter übernimmt. Okay. Warte, der kommt gerade. Ich mich zu etwas anderem entschließe. Ja. Es gibt jedoch sehr wohl Dinge, die dich selbst betreffen, Eliphas. Azaria Kyras hat Korn die Blood Ravens als Opfer versprochen. Ein ganzer Orden des Adeptus Astartes. Er plant wohl, ein Kriegsherr des Chaos zu werden. Mit allem Respekt, Abaddon,
Wäre es nicht klug, Kyras zu erlauben, die Blood Ravens persönlich zu vernichten? Inakzeptabel. Was glaubst du, wer du bist, dass du solche Vorschläge machst? Die Blood Ravens gehören mir, Körper und Seele. Kyras ist einer solchen Tat nicht würdig. Niemand soll es wagen, mich vor den Augen der Chaosgötter so bloßzustellen. Das macht die Seiern und Seiern. Ja, ich werde ewig fertig. Und somit auch für dich, Eliphas. Was hat das Ganze denn mit mir zu tun? Eliminieren. Doch zuerst müssen wir einen Weg zu ihm finden. Mache dir nicht so viele Sorgen, Eliphas. Diese Sache ist eine Spezialität der Chaos-Hexer. Du wolltest Chaos? Jetzt hast du Chaos. Es wird ein Kinderspiel sein, einen Rest ich wollte so gerne Nero. Dann werden wir nach Belieben durch den Wie gesagt, du kannst dir nachher wahrscheinlich dann noch wechseln. Ich hatte es noch so im Gedächtnis. Nein, jetzt habe ich einmal die Eli. Es gibt einen solchen Ort. Nicht weit von hier. Wir sind übrigens nachher noch zu viert. Einen solchen Champion, Varius. Okay. Wir brechen sofort auf. Ah, jetzt. Ja, du kannst es jetzt eins. Trupps von mir und Trupps von dir. Ach ja, stimmt, du heißt ja Bastion Greenblade. Das hatte ich voll vergessen. Ja, wenn. Was geht jetzt hier ab? Neue Trupps sind von. Typhon! Ja, ein altes Wiedersehen. Mit dieser Welt. Ja. Das hier, also diese Ausrüstung, was du unten alles so freischalten kannst, finde ich im Spiel ist nicht so toll gemacht, aber es ist ganz okay. Du kannst jetzt dann hier später dann neue Einheiten dazu wählen. Okay. Und auch neue einzelne Ausrüstung für die Einheiten, je nachdem, ob du auf Charakter spielst oder Einheitenmasse. Das kann man hier ganz gut entscheiden. Okay. Ja, und jetzt geht es hier auch weiter. Kann ich aufleveln erstmal. Stufe aufsteigen steht hier. Steigen Sie auf. Hier kannst du dich entscheiden, entweder auf Ausdauer, also auf Lebenskraft zu legen, auf Angriffskraft oder auf Energie. Ich würde es gut aufteilen, je nachdem, was besser ist. Warte mal. Grausames Energieschwert. Wem verpasst man denn jetzt was? Wir sind übrigens jetzt schon zu viert. Wir haben jetzt übrigens noch einen solchen Champion dabei. Verfügbare Waffen. Den Varius. Ist der auch variabel? Ja. Ich nehme auf alle Fälle Angriff. Sengende Angriff. Eliphas kann sich mit dem Zeichen des Korn ausrüsten. Außerdem sind seine Angriffe von Feuer begleitet, wodurch er mehrere Gegner treffen kann. Was gibt's denn da noch in der Liste? Ruin. Rüstung des Wahnsinns. Symbol des Nörgel. Ach stimmt, die haben ja hier gar keinen Slunch dabei, deswegen. Ach, so doof. Ja, das finde ich auch ein bisschen merkwürdig, warum sie den gerade unterschlagen haben. Da hätte gut gepasst. Das finde ich voll doof, dass ich hier keinen Slunch nehmen kann. Ja. Die Lieblingsgottheit. Ja. Ich werde mal den Kane mal machen und zwar. Kann ich noch irgendwas Lustiges anderes machen? Werde ich mal 2 Punkte bei dem auf Feuerkraft, auf Fernkampf legen. Auf Angriffskraft legen. Okay, ich habe bei mir auch auf Angriff gemacht. Kann ich meine Rüstung nicht irgendwie ein bisschen farblich gestalten? Das kannst du nur im Mehrspielermodus, im Einzelspieler leider nicht. Hier sind wir nur Black Legion und damit eben nur Gold-Schwarz. Okay. Der Einzige, der ein bisschen aus der Reihe sticht, ist eben Varius, der zwar auch zur Black Legion gehört, aber... Der ist jetzt bei mir. Jetzt ist Kane ja zu dir rübergejumpt. Was soll denn das? Ja. Schweinerei. Also nein, ich habe die ganze Zeit so schön mit dem einem Trupp mitgekämpft und jetzt... Oh, Gemeinheit. So schön mit diesem... Ach, Schatz. Mensch, ich als Slanisch-Anhänger muss mich jetzt mit Nörgel rumschlagen. Ja, sieht so aus. Das widerspricht meiner Gesinnung. Ja, gut, kriegt er halt einen Ausdauerpunkt. Was machen wir denn mit Nerov? Warpfeuer, das gefällt mir. Varius und verbündete Einheiten, die an Infektionen leiden, sind immun gegen Unterdrückung. Oh, ey, da muss ich mal waschen hier, der stinkt schon ganz doll. Ja, das ist abartig. Es klingt zwar merkwürdig, aber es ist der Heiler. Ja, aber deswegen, ich mag keine Nurgle-Marines. Ja, komisch, ne?
Oh Mann. Irgendwie ging das mal was hier. Was wusstest du denn? Ah, nix. Ich habe nochmal kurz was geguckt wegen Auswahl. Was nehmen wir denn an Waffen mit? Wir haben ja jetzt eine ganze Reihe. Und Rüstung. Kriegt dein Chef das Zeichen des Korn? Mein Chef? Der hat noch gar nichts bekommen. Naja, Lordi Eliphas meine ich. Ja, ja. Akzent. Ich weiß nicht. Ich glaube mir mal das Buch. Für Varius? Quatsch, für Nero. Wie machst du das denn? Naja, Drag and Drop aus der Liste rausziehen. Was für eine Liste? Na, hier an der Seite ist doch die Liste der verfügbaren Waffen, verfügbare ja. Rüstung, verfügbare Rüstung. Achso, das kann ich mir einfach so rausziehen. Genau, das musst du auswählen und dann hier auf die Slots ziehen, die hier daneben sind. Das ist deine Ausrüstungsleiste. Da, gleich daneben. Achso, da ist ein Slot, das war so komisch grau hinterlegt, das habe ich gar nicht gesehen. Yo. Ach so, und in dem Fall nehme ich die sadistische Rüstung. Dann reiß ich mir mal die geschwärzte Rüstung unter den Nagel. Ja gut, dann nehme ich natürlich auch den Segen des Korn. Ich mag Korn zwar auch nicht unbedingt, aber da du schon Zench-Anhänger bist. Ich würde dir das, dann kannst du noch, wenn du schon das Korn-Dings hast, dann kannst du dir doch auch noch das Zeichen des Korn raussuchen. Das Mal habe ich mir schon genommen. Das Mal, ja. Ah ja, alles klar. So. Bei Aktivierung bringen alle Angriffe einen Teil des verursachten Schadens als Gesundheit zurück. Das ist geil. Ich nehme mal den Bolter noch mit. Haben wir noch was für Wachi? Ja, Wachi hat hier auch noch einen grausamen Bolter. Ja, willst du den Bolter haben oder willst du die Nova-Kanone? Ah, nee, die Laserkanone. Kann ich nicht nehmen. Dann nehme ich die Laserkanone mit, mache ich die Panzerabwehr. Bam bam. Der hat den Bolter. Der ist gar nicht mal schlecht. Oh, ich muss zurück auf Eliphas wechseln. Es ist grauselig, dieser Anblick. Du musst dir übrigens auch mal von ihm mal die Werte angucken. Der ist sehr... Von Eli? Von Varius. Der Typ hat ordentlich, also... Der regeneriert am meisten Leben fast. Ja, aber... Oh, ich kann mir den nicht lange angucken. Wenn man sich die Werte anguckt. Es ist lustig, wenn ich von Varius auf Eliphas wechsle, dann hat Eliphas immer noch kurz diese Schmeißfliegenwolke. Guck mal, der hat da vorne sogar einen Ring dran an seiner Rüstung. Den kann man sogar festbinden. Ja, das ist für Abaddon wahrscheinlich. Der darf dann... Damit er nicht ausfüchst. Darf ihn dann abführen. Aber mit dem will ich mich nicht anlegen. Abaddon ist echt gefährlich. Der Typ ist... Der trägt nicht umsonst den Namen der Weltenvernichter. Ja, da erzählst du mir nichts Neues. Ich meine nur, falls die Zuschauer sich jetzt fragen, wer ist... Aber Dingsbums aus Schweden. Ich glaube, die gucken, die werden sich doch schon ein bisschen auskennen, oder? Ja. Vielleicht. Ja, ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr das kennt. Selber spielt. Oder vielleicht auch das Tabletop spielt. Wäre mal interessant zu wissen. Vielleicht kann man sich ja mal auf ein Spielchen treffen. Oh ja, oh ja. Bist du dann fertig? Ich bin nämlich so. Ich bin schon längst fertig, ach so, ja. So gut, dann. Das hättest du auch sagen können. Oh, Verzeihung. Alles klar, gut. So, dann machen wir mal hier Häkchen Klick. So, wie geht's jetzt hier weiter? Speichert das Spiel automatisch, ist jetzt meine Frage. Wäre ja, das theoretisch jetzt nach den ganzen Einstellungen gespeichert? Was wir jetzt hier gemacht haben, ist bei dir gespeichert. Da du der Kampagnenführer bist, hast du auch die Kampagne bei dir jetzt auf dem Desktop, auf dem Spielbildschirm auch gespeichert. Alles klar, supi. Dann würde ich nämlich den Part an der Stelle beenden und im nächsten Part stürzen wir uns dann nach Typhon, oder? Ja, ich freue mich schon. Gut, das machen wir dann im nächsten Part, Leute. Tschüss. Tschüss.